dir genießt die letzte Lebenszeit, dann wird die Seele gleich in Helheim sein. Nach seid ihr auf dem Weg in die endlose Leere und wir feiern laut in Shadys Taverne. Es herrscht Krieg für Odin, Krieg für Tyr, Krieg auf Jörg, wo ihr werdet verlieren. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass ich euch 11 Spots, ganze 11 Spots zeigen möchte, wo ihr Schafe auf Fjordo fangen könnt. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum ersten. So, wir sind bei Spot Nummer 1, also bei 1735. Hier in der Gegend laufen öfter Schafe rum. Natürlich kann es sein, dass in dem Video auch nicht immer da ein Schaf ist, wo es auch sein kann. Ja? Also Vorführeffektmäßig werden wir nicht in allen 11 Spots Schafe finden. Aber hier gibt es auf jeden Fall welche. Ich werde auch nochmal in dem Video euch meine Lieblingsspots zeigen, weil ich gehe natürlich nicht zu allen 11 Spots immer absuchen, ob da irgendwo ein Schaf unterwegs ist, sondern es gibt halt so ein paar, die ich ganz gut finde, wo auf jeden Fall immer Erfolg ist. Hier, zum Beispiel bei dem Spot, sind nicht so viele, allein weil halt hier auch Wölfe rummachen und die halt dementsprechend auch die Schafe halt platt machen. So Leute, der zweite Spot ist bei 9522, auch hier im Schneegebiet. Haben wir gerade Glück und sehen hier gerade eins. Auch hier ist ja wieder viel Action. Ich weiß nicht, Leute, hier würde ich kein Schaf holen. Hier sehe ich auch, überall sind hier wieder Wölfe. Auch wenn die jetzt zwar gerade aus einer Mod waren, aber trotzdem auch hier spawnen normale Wölfe. Aber auf jeden Fall auf diesem Plateau hier, auf dieser Ecke, wo man auch eigentlich einigermaßen gut drauf bauen kann, wenn man im Schneegebiet bauen will, findet ihr auch Schafe, wenn sie mal da sind. Sagen wir es mal so. Ich meine, ich könnte auch in das Video, Leute, euch hier Schafe reincheaten, aber das ist irgendwie auch doof. Das ist einfach Live-Aufnahmen, auch bei mir vom Server. Und wenn halt mal gerade keins da ist, dann ist halt mal gerade keins da. So, wisst ihr, ist man so, ist in echt ja auch so. Ihr fliegt ja auch zu einem Spot und ihr findet nicht immer direkt ein Schaf. Deswegen, ich sag euch, wo sie sein können, aber ob sie da sind, hängt vom Spiel ab. So, ein weiterer der Schneespots ist so bei 7431. Hier in der Gegend gibt es auch Schafe. Ich sage, wir haben heute irgendwie kein Glück, was die Schafspots angeht, wenn wir im Schneebiom sind, ey. Hier ist nirgendwo. Aber hier ist ein Megaterium, gut zu wissen. Muss ich auch noch ein paar für mich zähmen. Also hier haben wir auch die Möglichkeit auf ein Schaf, aber hier sehen, wie gesagt, die Schneespots finde ich nicht so berauschend. Haben wir hier oben irgendwo eins? Nee. Keins läuft hier rum. Schade. So Leute, der nächste Spot ist so bei 2477, aber auch im Redwood, so puh, ob man hier ein Schaf holen will. Gucken wir, ob wir hier irgendwo einen sehen. Hier in der Nähe von diesem See müssten normalerweise welche rumlaufen. Das ist kein Schaf, ne, das ist so ein Megaluceros. Da haben wir doch eins. Aber ich glaube auch nur, dass das überlebt hat, weil es hier im Wasserfall packt. Jo, zersteckt sich auf jeden Fall, Leute. Also hier auch, ist halt eine relativ böse Gegend. Wie gesagt, die guten Spots kommen auf jeden Fall noch. Keine Sorge. So Leute, so bei 2370, aber das ist eher so eine ganze Gegend. Es wird hier gerade ein bisschen nebliger. Und ihr seht hier, haben wir ein Ovis. Wir haben hier ein zweites Ovis. Und hier drüben war, glaube ich, nochmal irgendwo ein drittes Ovis gerade. War hier noch irgendwo eins? Oh, habe ich gerade noch eins gesehen. Auf jeden Fall in der Region hier habt ihr das hier echt ein paar vereinzelt rumlaufen. Ganz oft spawnen die auch in so Grüppchen. Aber natürlich ist auch die Sache, greift ihr die natürlich an, dann verteilen die sich halt, ja. Also hier zum Beispiel auch, ich habe vorhin im Stream Ovis gejagt, also die sind auf Twitch ab und zu auch unterwegs, schaut mal gerne rein. Da habe ich schon auch hier Ovis in der Region hier gejagt. Natürlich verteilen die sich halt danach auch. Das hängt auch mal davon zusammen. Kann auch sein, dass ihr an einem richtigen Spawn seid, aber die einfach nur verjagt worden sind. Also das müsst ihr immer ein bisschen mitbedenken. So Leute, einer der weiteren Spots ist so bei, ja, 16.6, 17.6, so in dem Dreh hier. Wieder ein Schneespot und auch hier seht ihr leider Gottes, also wir sind hier in der Nähe von dieser Brücke. Seht ihr, hier ist nichts irgendwie, keine Ahnung, im Schneebiom finde ich die Spots, also wie gesagt, sie können hier spawnen. Und sie spawnen ja ab und zu, wahrscheinlich, wenn ihr hinkommt, findet ihr wahrscheinlich direkt eins. Ich finde hier keins, ich habe keine Ahnung, die Schneespots. Ich habe gehört, ob es daran liegt, dass wir Mottiere drauf haben und die irgendwie im Schneebiom die alle weghauen, aber im Endeffekt ist es ja auch nicht so. Also hier ist ja einfach normale Tiere drauf. So Leute, der nächste Spot ist so bei 1960, 1959. Ihr könnt euch so ein bisschen diesen Berg hier, diese Bergkette so nehmen als Hinweis und hier haben wir Schäfchen. Auch mal sogar im Rudel. 3 Schäfchen, Leute. Okay,
alle drei Level. Ne, ich wollte gerade sagen, Level 16, nicht alle drei. Ne, unterschiedliche Levels wäre jetzt gerade gewesen. Ein dreifach Klon. Also hier finden wir auch scharf, aber auch hier seht ihr jetzt ein bisschen am Kämpfen. Nebenbei ist hier auch ein Eulenspot. Also falls ihr eher Eulen haben wollt, auch für die findet ihr hier. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen Schafspot. So Leute, wir sind hier so bei 47, 80, 47, 81, so die Region. Auf jeden Fall, hier könnt ihr so ein bisschen rumschauen, ob ihr hier auf jeden Fall auch Schäfchen findet. Auch hier läuft immer wieder mal 1, 2 rum. Da unten haben wir zum Beispiel mal gerade 2, die bei mir jetzt von einem Lion gejagt werden, also auch von der Mod eingefügter Dino. Aber hier seht ihr auf jeden Fall auch, dass hier Schäfchen waren. Sagen wir es mal so. Also, die Region finden wir auch welche. So Leute, die Region so bei 36, 70, 37, 70. Hier haben wir bald ein einziges Schaf rumlaufen. Hier oben ist eine Wasserquelle, also auch vielleicht für einen Base-Spot interessant. Haben wir noch ein paar mehr? Ne, jetzt auch wieder nur ein einziges Schaf. Also bis jetzt war eigentlich dieser größere Spot auf der Wiese, wo die mehreren Schafe verteilt waren, das war bis jetzt eigentlich der beste Spot, mal ganz ehrlich. Also alle anderen hier sind so, mal ein Schaf, mal zwei Schafe. So Leute, so bei 37, 46 in der Region, da sind wir hier so relativ mittig am Knick. Auch hier läuft das ein oder andere Schaf immer mal wieder rum. Mal gerade gucken, ob wir diesmal auch Glück haben, um vielleicht mal eins zu finden oder ob wir jetzt hier ein bisschen Pech haben. Ah, die Jagd hat schon wieder alles, ey. Ha, da, zwei Schäfchen. Haben wir denn hier, ja. Zwei Schäfchen. Was war das denn gerade? Hä, hast du gesehen? Lol. Wie die gerade rumgebackt haben. Okay, auch nicht schlecht. Also, hier haben wir auch nochmal gerade Schäfchen gehabt. So Leute, der letzte Spot ist so bei 40, 61. Aber hier haben wir, glaube ich, gerade kein Glück, hier ein Schäfchen zu finden. Nee. Kann auch sein, dass der einfach der Alpha, der hier rumläuft, ein bisschen aufgeräumt hat. Nee, kein Schaf. Weit und breit. So Leute, wie vorhin schon gesagt, so die Richtung hier oben bei 24, 23, 70. Auch hier habt ihr immer wieder mal Schafe. Da ist ein Schaf. Da unten ist ein Horst. Aber hier ist, glaube ich, auch irgendwo ein Schaf. Da ist ein Schaf. Das hier finde ich fast so mit die besten Gegenden. Wo ich vorhin ja schon gesagt habe, da wo sie ein bisschen verteilt haben. Die Region würde ich euch empfehlen. Fliegt ihr einfach ein bisschen hier ab und guckt, was ihr da so findet. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann, Leute. Tschüss. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.